So, da, meine lieben Freunde, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play DayZ. Und zwar heute mal nicht allein, sondern zusammen mit dem Andreas. Hallöchen. Hallöchen. Und der Marcel ist auch noch mit dem Teamspeak, aber zockt leider nicht mit, weil er das Spiel noch nicht hat. Und ja, wir sind hier gerade beim großen Airfield, Nordwest Airfield auch genannt. Hatten gerade eine ziemlich schöne PvP-Situation, dachten gerade, die wäre vorbei. Die Gegner hätten sich ausgelockt. Aber nein, da sind gerade wieder Schüsse auf uns gefallen. Und ja, deswegen müssen wir jetzt mal erstmal gucken, wo die Typen sind. Also, gehen wir raus aus dem am besten aus dem Feuerwehrgebäude, oder? Warum bleiben wir doch da drin? Junge, ich bleib doch nicht hier im Tower, Alter. Bin aber interessiert, ob der Typ da oben tot ist, weil durch das Dach. So, und irgendwoher wird geschossen. Ja, das weiß ich auch. Bist du das? Nee, ich habe nicht geschossen. Dann ist die Frage von woher? Überlegen. Der Schuss meine Fresse, ist... Alter. Es dürfte auf jeden Fall ein Sniper Rifle sein. Am wahrscheinlichsten eine SKS. Und unser Gegner hatte eine SKS. Also sie kamen definitiv aus Richtung Airfield, wenn ich das richtig geortet habe. Könnte sein vom Stein hinten. Vom Sniper. Auf jeden Fall konnte der Typ auch was. Nicht wundern, ich bin unten. Bei der Baracken. Okay. Oh, der Typ da oben. Durch die Decke ist eine Waffe. So, ich habe den höchsten. Ich glaube, ich habe den getroffen sogar. Wenn du kurz rauskommst und mir Feuerschutz gibst, dann kletter ich mal hoch. Du riskant, weil der Typ kann ja trotzdem schießen. Stimmt. Wo ist der Kerl? Da oben ist niemand. Was glaubst du, von woher die Schüsse kamen? Vom Stein hinten. Toll, von dem Stein. Sind 30.000 Steine. Hinterm Tower, hinter dem anderen Tower da. Soll ich zum Tower rennen? Ja, mach mal. Komm jetzt übrigens Feuerwehr runter, falls du. Ja, bin im Tower drin. Hier sind nur ein paar Zombies. Zu sehen. Warte mal. Ich würde schon gerne hochschauen. Da gucken wir hoch, wenn es PvP vorbei ist. Perfekte Position. So, na dann gucken wir mal kurz, wo der Kerl sich rumtreibt. Es war auf jeden Fall ein verflucht guter Schütze. Ich komme zu dir rüber. Ja. Wenn er jetzt noch da wäre, müsste er jetzt auf mich schießen. Es ist nur noch ein einziger anderer Spieler offen. Server. Entweder ist er das, oder unsere gesuchte Person hat sich wie vorhin ausgelockt. Ohne Scheiß, Leute, wenn ihr mal DayZ spielt und dann in so einer PvP-Situation seid, lockt euch bitte nett aus. Benni? Das ist so feige. Ja, hey, das geht's was. Was? Nehme ich jetzt komplett aus, du bleibst hier und ich schau da hoch. Jetzt muss ich essen. Wo? Den Tower? Feuerwehr. Bin neugierig, will wissen, was da oben ist. Vermutlich ein toter Player. Ah, das wäre gut. Ich meine, ich habe ihn gehittet, du hast ihn gehittet. Ich habe sogar, so wie es aussah, mehrmals gehittet.
Ich habe ihm einmal einen richtig bösen Hit mitgegeben. Ich meine, der Typ auf dem Tower, der hat sich entweder wirklich ausgelockt oder er ist tot. Es gibt keine andere Option, weil ansonsten hat er schon tausendmal auf mich geschossen hier. Also, ich meine, Feuerwehr-Tower. Mal gucken, ob er tot ist. Hey, wake up! So eine Scheiße, so lang war, so spannend war der sich schon lange nicht mehr. So Leute, da sind wir wieder. Wurden gerade kurz unterbrochen. Oh, oh, die Spieler von vorne sind wieder drauf. Dann müsste da oben wieder sein. Steht da oben einer? Denk dran, die können auch auf dem anderen Server weggelaufen sein und greifen mich jetzt von hinten um. Ja, natürlich auch eine Möglichkeit. Ich wäre dafür, wir machen einfach mal einen kompletten Positionswechsel. Ich bin dafür, wir gehen hinter zu dem Zeltlager. Erstens looten und zweitens von dort mal die Gegend abscopen. Ich habe ja Fairglass dabei. Ja. Aber wenn jetzt die Typen von vorhin wieder drauf sind, dann müssen die hier irgendwo noch sein. Ja, heißt also vorsichtig. Und am besten nicht quer übers Airfield laufen. Eben. Was meinst du, wieso ich dir gerade mir die nächstbesten Deckungen suche? Wo bist denn du? Siehst du? Hinter der Fire Station. Okay. Wenn du da bist, lohnt sich dich. Wo bist du gerade? Weil ich auch hinter der Fire Station. Bin ich hinter, genau hinter der Fire Station. Nein. Wo bist du? Bist du nicht. Jetzt doch, links, 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 links. Hier, siehst du mich? Ja. Stück. Oder? Ja, nee. Hier, ich habe die SKS in der Hand. Rechts. Jetzt. Genau, jetzt rollst du auf mich zu. Das bin ich. Hier. Im Baum? Links. Hinter dir. Rechts. Ah, da. Der Junge ist blind. So. Warte. SKS, rot. Hm? Nicht geladen. Doch, die SKS ist geladen. 100 Pro. Wenn die in der Nähe sind, hören sie es. Doch. Wie viel hast du jetzt eingepfeffert? 3000 Headshots. Du warst gerade in der Baracke. Ja, war ich. Gut, unauffälliger geht's jetzt wirklich nicht mehr. Nee. Dann haben wir nur noch eine Granate, eine weiße Granate. Das Feld, übers Airfield laufen, dann erkennt uns keiner mehr. Mal, mal kurz durchladen. Nein, den. Komm, wir gehen in die Baracke. Rennst du wieder durch bis zur anderen Seite? Jo. Nee, dann mache ich das, du bist jetzt hier schon dran. KS, AK-Griff, Scheiße, auf den Wall schafft. SKS. Okay. Ah, guck mal, SKS Muni. Ich wechsle auch zur SKS. Ja, ich weiß gesagt, es ist ein bisschen besser, wenn du mich fragst. Du hast halt einfach den halbautomatischen Halbautomatik Flair links Gefühl. Ihr wisst, was ich meine. So, ganz viele AKs.
Was haben wir hier? Eine Panzermütze. Oh, was haben wir da? Ich hab gerade den Scope gefunden. Jungle Boots. Na, naja, weißt du was, ich bleib. Nee. Bleib bei denen. Sind bitte schön. Oh, ich habe ein schönes Scope gefunden. Nee, ich behalte den Damage schnell. Das sieht schön aus. Um einiges schöner. Hast du Munition für die Ja, also für die habe ich immer Munition. Okay. Ganz, ganz viel. Wenn du mir jetzt noch sagst, was heißt, dann kann ich dir vielleicht eine Antwort geben. Munition. Marcel und ich gleichzeitig so. Nee, jetzt wirklich, hast du Munition für mich? Ja, für was für eine Waffe denn? Für eine Mosin. Oh. Oh, 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 oh. Warte mal, läufst du hier gerade rum? Ja. Dann waren das hoffentlich deine Steps. Gras-Steps oder Mare-Steps? Gras. Hier ist die ganze Zeit nur Gras um mich rum. So, perfekt. Ja, es sind 100% meine Steps. Ich sehe neu aus. MP7, hier weiter da drin. Zwix. So. Die Longhorn. Das ist ja die Waffe, das ist ja die Pistole, die du hattest, ne? Die Longhorn. Jo. In der Tat. Haut ordentlich rein. In der Tat. Alpezin trägt dazu bei, die Wachstumsphase zu verlängern. Was? Achso, sag ich jetzt wohl nichts. So, ich glaube. Trinke. So, zur Information, ich habe ein Kleidungsupdate gehabt. Hab jetzt einen großen blauen Rucksack. Ich habe immer noch ein weißes Armband. Ja, super unauffällig. Natürlich. So, na dann war das hier allerdings auch eine relativ magere Ausbeute. Für das, dass es eigentlich so die beste Möglichkeit ist, Munition, Waffen, sonst was zu finden. Meine Waffen haben wir gefunden, wieso? Aber Munition eher weniger. Mosin-Munition fehlt mir übelst. Wie Mosin-Munition? Ich dachte, du nimmst die SKS. Nee, ich nehm doch die Mosin. Ich habe nämlich einen Scope für die Mosin gefunden. Okay. Ich habe hier gerade Essen gefunden. Essen ist immer gut. So, machen wir mal die Spaghettis auf. Hauen uns da Zeug rein. Und drei Mosin. Scopes gefunden. Drei gleich. Passen die auch auf die SKS? Kann sein, keine Ahnung, muss gucken. Kannst du nur eins davon vielleicht abtreten? Abtreten? Ja, okay, wo treffen wir uns? Medic-Baracke. Medic-Zelt. Jo. Okay. Hallo. Lol. Hast du irgendwie auch einen neuen Rucksack gefunden? Jo, da liegt noch so einer. Oder doch nicht. Der gefällt mir nicht. Ach, PU-Scope. Ist das Scope, was du gedroppt hast? Jo. Das ist Damaged. Hast du noch ein Plastines? Auch wenn's gedamaged geiler aussieht? Ja, habe ich. Dann gib mir das bitte. Da, meine Waffe. Hast du nicht noch ein anderes? Nee. Ich glaube, du hast drei. Ja, einer auf meiner Waffe. Und noch ein Damages. Super. Er hat gar nichts. Leider nicht. Man sieht kaum was durch. Auch wenn es dann um einiges geiler aussieht, so zu schießen, aber. Naja. Ja, ich dachte, du hast sie schon gelootet.
ja, ich suche im Verzweifeln nach einer Rosin-Munition. Was sucht die denn für Munition? Ich glaube, die braucht 6,6 irgendwas. Bin mir aber nicht sicher. Sieben Komma sechs zwei x 5,4 mm R. Mal 5 mm. Heißt das? Naja, meine Freunde, ich glaube, das war dann auch einigermaßen eine gute Länge hier fürs Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Like. Lost. Oder da bin ich gerade aus dem Teamspeak geflogen. LOL. Dann lasst. Okay, meine Freunde, ich bin jetzt leider aus dem Spiel geflogen. Irgendwie hat sich mein Internet gerade verabschiedet. Und ja, ich wollte eigentlich nur noch sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Wenn ich meinen kompletten Kanal dann vielleicht sogar ein Abo. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, sonst irgendwas, dann einfach unten in die Comments. Auch darüber freue ich mich immer. Und jo, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.